Das zum Beispiel ist ein wunderschöner Teak-Tisch aus den 60er Jahren. Und zwar ein Schweizer Teak-Tisch. Zuerst wird alles angeschliffen, die ganzen Ränder müssen weg, Details schliffen, damit so die kleinen Sachen aus dem Holz rauskommen. Der Holzstaub loszuwerden ist eine Herausforderung. Zuerst mit einer Spezialbürste und dann mit einem sogenannten Staubfangtuch, damit wirklich alles aus den Poren draußen ist, bevor man dann ölen kann. Und Öl ist immer das Schönste, das ist ein bisschen wie Weihnachten. Da kommt die Maserung richtig schön vor. Ein Tisch wird mehrmals geölt. Bevor er das letzte Mal geölt wird, werden alle Unschönheiten im Holz noch ausretuschiert. Und dann kann endlich die letzte Ölschicht drauf. Und voilà, das wunderschöne Stück ist fertig.